Weiter, weiter. Oh. Hallo, Mr. Wache. Kann ich dir helfen? Ich soll mich hier mit Mr. Hightower treffen. Okay, geh nur rein. Das war einfach. Okay, der nächste Teil wird wohl nicht so einfach. Was führt dich hierher? Ich muss mit Mr. Hightower reden. Okay, aber ich behalte dich im Auge. Er ist in seinem Büro. Ja, Geldkassette bräuchten wir. Können wir hier lang? Keiner hält uns auf. Nein, okay. Ja, wir gucken jetzt erstmal hier lang, weil die sind keine Wachen. Und sonst gucken wir da unten hin. Aber da die Wache da schon hingestiehlt hat, wird Hightower da sein und der wird bestimmt nicht allein in seinem Zimmer hocken. Ne, hier ist auch keine Geldkassette. Ja, die Geldkassette wird er bei sich haben. Zumindest in der Nähe. Gucken wir da nochmal lang. Ja, das ist ein Klo. Okay. Wie machen wir das jetzt? Gehen einfach rein und sagen, wir hätten gerne die Geldkassette? Das wird nicht klappen. Wir werden hier alle töten. Das wird diese Jasmine nicht besonders toll finden, aber... Ja. Hallo? Ja, bist du. Wer hat dich reingelassen? Ich habe eine Nachricht von einem Freund. Ich heiße Albert Leon, hat mich reingelassen. Mein Name Tod. Ich habe eine Nachricht von einem Freund. Welcher Freund? Albert. Ich glaube, Albert weiß was, was ich nicht weiß. Ich habe eine Nachricht von einem Freund. Ich habe keine Freunde. Ich liebe dich. Wie lautet die Nachricht? Bob schickt mich, er sagte, dass du ihm 100 Deckel zu viel gezahlt hast und ich soll sie dir geben. Was? Wir haben 100 Deckel, das wäre gar kein Problem. Ja, das scheint die einzige Möglichkeit zu sein, wo er nicht stinkig wird und die Wachen auf uns setzt. Da? Ich kenne keinen Bob, aber ich nehme die 100 Deckel und du kannst abhauen. Dieses Schwein Bob hat mir nicht genug Deckel gegeben. Ich hol sie schnell, Mr. Hightower, ganz ehrlich. Nee, wird er auch wieder stinkig. Nee, komm, wir geben ihm 100 Deckel. Ist okay. Bitteschön, danke für die Zeit. Ich mag es, wenn Fremde hineinspazieren und mir Geld geben. Leon, zeig diesem Dummkopf die Tür. Und wenn du noch einmal kommst, bring mir meine Wachen deinen Kopf. Zack, Tür zu. Wir würden gerne rein. Hat gerade der Hund die Tür aufgemacht? Hey, Hund! Hund, mach die Tür auf! Von der Tür weg. Niemand kommt hier rein, ohne dass ich es erlaube. Das tut mir jetzt leid, aber ich muss da rein. Ich habe einen Auftrag für die Liebesgilde und das ist der einzige Weg da rein. Kann ich dich? Okay. Wer schießt da auf mich? Wer auch immer es war, er ist tot. Au. Es wird keine Wache hier von der Stadt sein. Nicht hier in den Slums. Ja. Nom, nom. Du bist C. Und nutzt Stimpaks. Ganz schön. Au. Viele Stimpaks. Du Auge. Keine Muni mehr. Ja, der hat dreimal Stimpe jetzt genommen. Da. Au. Gut, nachladen, ungezielt schießen. Komm schon, schmeiß ihn kritisch zu Boden. Voll daneben. Und voll weg.
Schön, 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 schön. So, wer bist du eigentlich? Du scheinst auch zu Hightower gehören. Das ist super. Machen wir einfach alles kaputt. Nicht Ian, nein. Nicht dich, die Frau töten. Das muss nicht sein. Hier, wir nehmen ein bisschen Waffen, Munition und so mit. Wir plündern die ganze... Wer wird da stinkig? Ich versuche jetzt da durchzugehen, ohne dass Ian Hightower tötet. Nein. Das heißt, wir gehen jetzt einfach in seinen Raum. Er wird schreien und zetern und was weiß ich. Aber wir gehen einfach zu seinem Schreibtisch und nehmen die Kassette. Ja, lauf weg. Ist okay. Oh, Ian. Stopp. Gnade. Ian und der Hund, die werden gleich auf ihn losgehen, wenn ich da... Mist. Genau, lauf weg. Lauf weg. Laufen dahin und hoffen, dass hier die Geldkassette ist. Ja, da ist sie. Und die soll mit Fallen bestückt sein oder dergleichen. Also guck mal. Keinerlei Wirkung. Okay, such nach Falle. Oh, stopp. Stimpak. Stimpak. Und eine Sache haben wir vergessen. Nuka-Cola. So. Okay, jetzt. Falle. 16%. Du findest nichts, als du die Geldkassette auf Fallen untersuchst. Ja, das ist wahrscheinlich, wenn wir so schlecht sind. Nein, das ist Taste 4. Du findest eine Falle. Kann ich die auch entschärfen? Nicht entschärft. Nicht entschärft. Geht bestimmt gleich hoch. Ian, du solltest nicht hier stehen. Oh, du hast sie entschärft. Okay. Geldkassette ist verschlossen. Ja. Jetzt aber. Keinerlei Wirkung. Mit öffnen, öffnen. Ja. Das ist, wenn das jetzt schief geht. Komm schon. Du könntest diese komischen Türen unten im Keller auch aufschließen. Albert, 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 Albert. Naja, du konntest die Geldkassette nicht aufschließen, das Schloss klemmt jetzt. Ich kann nicht auf das Schloss schießen. Okay. Jetzt solltest du wirklich nicht hier stehen bleiben, Ian. Weil... Versuchen, das Ding aufzusprengen. So, es tickt. Tick, 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 tick. Du auf dem Boden. Alle Mann raus hier. Mr. Hightower, Sie sollten nicht in Ihr Büro gehen. Ian. Komm da raus. Komm da raus. Ian. Komm da raus, Hund. Kommt alle aus diesem Haus raus. Das ist nicht schön. Gleich macht's. Bumm, und ich hab keine Ahnung, was da drin vor sich geht. Ist hier irgendeine Wache am Rumlaufen? Oder ist es immer noch Hightower und seine Frau? Da hinten ist noch einer. Nein, 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 nicht, 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 Hund. Oh Gott. Ah, es war nicht Hightower. Es war nur seine Frau. Du, da. So, können wir jetzt bitte in Ruhe warten, bis die Bombe in dem Privathaus in die Luft fliegt? Sind hier noch irgendwo Wachen? Weiter. Okay, irgendwas hat Bumm gemacht. Nachladen, Kampf beenden. Hoffen wir, dass die Geldkassette jetzt offen ist, weil sonst kriegen wir sie nicht mehr auf. Hallo? Oh, warte mal, hat deine Frau vielleicht einen Schlüssel dabei? Unwahrscheinlich. Wird wahrscheinlich selber den Schlüssel nur haben. Hust. Hust. Wir könnten ihn bestehlen. Na.
Ian. Also es ist nicht gut mit Ian. Oh. Er hat keinen Schlüssel für die Geldkassette dabei. Ja. Ja. Gucken wir mal. Du siehst eine verschlossene Geldkassette. Die Geldkassette ist verschlossen. Und wir können sie nicht entklemmen. Keinerlei Wirkung. Können wir sie reparieren? Nein. Okay. Das heißt, mit der Diebesgilde wird das wohl nichts. Schade. Wir haben einen Händler mit sehr vielen Wachen getötet. Und seine Frau. Mist. Ja, das wäre eines der losen Enden. Kümmern wir uns doch mal um die anderen. Da lang, bitte. Wir würden gerne was verkaufen beim Gemischtwarenhändler. Psst, komm her. Ja, okay, komm. Sag's mir. Was macht's zum Hub? Warum? Siehst aus wie ein Geschäftsmann. Ich bin auch ein Geschäftsmann. Was machst du hier so? Ich besorge Informationen. Wie kriegt man Hightowers Geldkassette auf, wenn Dietrich im Schloss steckt und verklemmt ist? Bedürfnis nach Informationen. Wir können am Steuertipp fragen, nach Decker fragen. Und nach einem gewissen Gut, also Drogen. Was weißt du über Decker? Normalerweise bin ich nicht dagegen, Informationen zu verkaufen, aber mit Mr. Decker kriegst du nichts aus Lenny raus. Okay, das reicht jetzt. Jetzt wollen wir wissen, was mit dem Decker auf sich hat. Wir haben es jetzt schon mit diesem komischen Händler da getötet, wir haben seine Frau getötet. Schlimmer als uns kann der Typ nicht sein. Du, bring uns zu Decker. Wasser, Bier, Schnaps, nichts. Okay, du bringst uns nicht zu Decker. Mal mit der Lederrüstung. Ich habe von dir gehört. Du hast doch Gizmo und Junktown erledigt. Killian muss dafür tief in die Tasche gegriffen haben. Suchst du vielleicht Arbeit? Was für einen Job und was bringt er? Das ist keine Arbeit für Skags. Es muss schnell und sauber erledigt werden. Der Boss kann dir Einzelheiten sagen. Doch es bringt mehr Geld, als du in einem Monat bei den Caravans verdienen kannst. Das klingt schon mal sehr gut. Aber nur, wenn du gut genug bist. Nieten können wir nicht ab, wenn du mich verstehst. Solange wir nicht Leute am Leben lassen müssen und filigrane Arbeiten mit Handwerkszeug machen müssen, ist alles gut. Ich bin sicher, du kennst unsere Art von Geschäft und weißt, dass es in deinem eigenen Interesse liegt, das für dich zu behalten. Kapiert? Jo. Du suchst also einen Job. Was für ein Zufall. Ich hätte was für dich. Ach, wo sind bloß meine Manieren? Wie heißt du? Du siehst aus wie Butch. So, ähnlich. Ich heiße Albert. Also, Schluss jetzt mit den Floskeln. Möchtest du etwas über den Job wissen? Deshalb bin ich hier. Hintergrund? Es gibt da einen gewissen Händler, der nicht völlig mit dem Untergrund kooperiert. Ihr seid also der Untergrund. Ja, okay. Und der Job? Ganz einfach. Finde den Händler und seine Frau und mach sie alle. Ein Händler und seine Frau, hä? Wie viel springt dabei raus? Die übliche Bezahlung. 500 Deckel vorab, weitere 2500, wenn der Job erledigt ist. Machst du's? Ja, ich denke, ich weiß, wer gemeint ist. Sehr schön. Der Händler lebt in den Heiz-Ecke, Barter Street und Thunder Avenue. Deine erste Gage erhältst du auf dem Weg nach draußen. Also die Anzahlung. Gut, okay. Ich hätte gerne meine Anzahlung. Ja, yep, die wohnen westlich von hier. Nicht zur Polizei gehen, okay. 500 Deckel. So, jetzt gehen wir mal kurz vor die Tür. Laufen ein-, zweimal um den Block. Ne? Fitness ist wichtig. Und dann kommen wir wieder rein. Und sagen, sie ist tot. Warum ist es noch nicht erledigt? Macht lieber bald. Ich möchte dich erst wiedersehen, wenn du die gute Nachricht hast. Sonst haben wir ein Problem. Enttäusch uns lieber nicht. Er ist tot. Es gab doch nur den einen Händler und seine Frau in Heiz, oder? Sag Tür zu. Ja, er ist tot. Da. Darren Hightower. Er sieht tot aus.